Zu liegen ist gefährlich bei Mila. Da wird man komplett abgeschlabbert, wie man es vielleicht sehen. Also theoretisch hätte sie halt jetzt wirklich eine gute Figur und ab hier vorne direkt nach den Vorderbeinen fangen diese beiden Hautlappen halt an zu hängen. Und theoretisch hätte sie halt wirklich jetzt eine schöne Figur, eine Taille. Und das ist halt alles Haut. Das hängt alles. Zwei riesengroße Lappen. Das ist so groß wie meine Hand, ne? Jo, jo, jo. Du bist der. Das war mein Bauch. Mila! Ja, du bist süß. Und Spott ist ein schönes Kopfkissen übrigens. Von hinten sieht man das dann auch halt hier. Das ist ein Euter wie eine Kuh. Puh. Niemand da. Mila sieht Geister. Siehst du Geister? Ja. Spot, was macht die da, ne? Ist geträumt oder hörst du imaginäre Sachen? Mila? Da ist keiner. Geht's dir gut? Also dafür, dass sie nichts hört, hört sie manchmal was, was wir nicht hören. Mila, da ist nix. Nee, hast eine Ameise pupsen hören? Ja? Oh, ja. Guckt euch Rabauke an, der springt gleich über den Zaun. Der bedeckt gleich alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Rabauke, das ist viel zu klein für dich. So, ich sammle mal das Pony wieder ein. Komm mal her! Ich fahre jetzt zu jemandem, der mich gerade angerufen hat. Er hatte eine Schlange in seinem Vorgarten gesehen. Das Problem, dort hat er sehr viel Gebüsch, wo sich die Schlange gut verstecken kann. Und jeder Schlangenbiss kann tödlich sein. Für den gefährlichen Job braucht John nur einen Teleskopstab und einen Sack. Das soll reichen. Mehr brauche ich nicht. Meistens hängt man sie mit der Hand, damit fühlen wir die Schlangen besser. Wir wollen sie nicht zu sehr stressen, damit sie entspannt sind. Aber oh. Oh ja. Hm.